kann nicht glauben, was Lyon mir gesagt hat. Ich weiß doch, was ich sah. Es wird alles so unheimlich schwierig. Immer mehr Menschen finden heraus, wer ich wirklich bin. Mason ist sehr schlau und sehr clever und ich werde ihm nicht länger etwas vormachen können. Aber wenn ich nun sagen soll, wer ich bin, was dann? Oh, ich habe so ein Chaos veranstaltet. Nein. Es ist Mason, was mache ich jetzt? Komtessa, Sie können sich nicht ewig vor mir verstecken. Also gut, warten Sie, ich komme sofort. Komtessa, lassen Sie mich nicht erst den Sicherheitsdienst holen. Ich könnte es. Sind Sie noch da? Gut, ich komme schon. Einen schönen guten Tag, Komtessa. Oder Miss Carlyle, oder wie Sie sich derzeit nennen mögen. Was wünschen Sie? Das ist schon eine beachtliche Veränderung. Zum Besseren, wenn ich bemerken darf. Ich fragte, was Sie wünschen. Als erstes würde ich gerne eintreten. Oh, das tut mir furchtbar leid, aber ich bin wirklich sehr in Eile. Das passt gut, ich habe auch nicht viel Zeit. Sie sind ja noch genauso pflegelhaft wie heute Morgen im Gefängnis. Ja, nun, das tut mir leid, aber ich war ziemlich überrascht, Sie bei Lionel Lockridge zu sehen. Ich würde immer noch gerne wissen, wieso Sie dort waren. Oh. Außerdem haben Sie noch mehr Personen in Santa Barbara aufgesucht. Dürfte ich vielleicht erfahren, wieso? Und ich würde Ihnen so gerne Rede und Antwort stehen und Ihnen alles erklären. Aber ich habe einen so wichtigen Termin. Entschuldigen Sie, Sie müssen... Nein, ich werde noch nicht gehen. Und wenn Sie nicht mit mir zusammenarbeiten, könnte ich mich ja fragen, was Sie zu verstecken versuchen. Ich habe nichts zu verstecken. Gut, dann lassen Sie uns reden. Also gut. Du meine Güte, Sie sehen aus, als hätten Sie sich verletzt. Nein, das verdanke ich Ihrem Freund Lionel Lockridge. Er behauptet, es war ein Unfall. Ich weiß es zufällig besser. Sie waren dort, vielleicht können Sie mir sagen, wie es passiert ist. Oh, also ich glaube, es war ein Unfall. Ach, wirklich? Ist der komisch? Was ist komisch? Ich habe das eigenartige Gefühl, dass wir uns von irgendwoher kennen. Sie kommen mir bekannt vor. Mein Gott, ich reise viel. Die Welt ist klein. Sie meinen... Nein, ich verreise sehr wenig und fast nie nach Europa. Ich war allerdings für kurze Zeit letzten Sommer in Frankreich. Aber ich glaube nicht, dass wir uns dort gesehen haben. Nein, das denke ich auch nicht. Aber vielleicht trafen wir uns im Süden. Ich bin oft in Nizza und Monte Carlo. Allerdings verabscheue ich es, während der Saison dort zu sein. Sie ist auch. Nein, ich glaube auch nicht, dass wir uns dort gesehen haben. Aber mein Vater lädt ab und zu Leute von Adel ein. Könnte es sein, dass wir uns in unserem Haus gesehen haben? Nein, das denke ich nicht. Nein, sieht wohl nicht so aus. Trotzdem bin ich irritiert, weil Sie mir so unwahrscheinlich bekannt vorkommen. Ich denke gelegentlich mal drüber nach. Ich fände es bedauerlich, wenn ich Sie noch nicht kennengelernt hätte. Ehrlich? Ja, ich finde Sie wirklich, wirklich sehr interessant. Besonders fasziniert mich dieses neueste Spiel, das Sie spielen. Sich als Journalistin auszugeben. Wieso tun Sie so etwas? Ach, das ist keine Rolle, wie Sie mir hier unterstellen wollen. Ja, ich bin Journalistin. Es ist nicht nur Zeitvertreib für mich. Nein, ich betreibe es so ernsthaft, wie andere Menschen ihre Berufe betreiben. Der einzige Unterschied ist, ich tue es aus Vergnügen, aus kreativer Schaffensfreude, nicht wegen des Geldes. Sie arbeiten umsonst? Och, wenn ich Geld erhalte, spende ich es der Wohlfahrt. Oh, sehr lobenswert von Ihnen. Sehen Sie keinen gesellschaftlichen Konflikt zwischen dem Journalismus und der Stellung einer Komtessa? Ganz und gar nicht. Ich finde, dass mein Titel mir als Journalistin sehr viele Türen öffnet. Aber eins verstehe ich nicht. Warum, Komtessa, nehmen Sie die Identität von Miss Carlyle an? Oh, Miss Carlyle kann oft sehr viel geschickter vorgehen. Ich verstehe. Mhm. Darf ich Ihnen noch etwas sagen? Nur zu. So charmant ich Sie auch finde, Komtessa, ich glaube Ihnen kein Wort von dem, was Sie mir erzählen. Sie tauchen plötzlich in Santa Barbara auf, geben vor, jemand zu sein, der Sie gar nicht sind, und bitten um Interviews. Erst mit Kelly, dann mit Eden. Und dann kommen Sie zu mir und bieten mir einen Ring an, von dem Sie sagen, dass er hunderttausende Dollar wert sei, als Lösegeld für Kelly. Das nächste war dann, ich treffe Sie im Vernehmungsraum der Polizei, plaudernd mit unserem Erzfeind Lionel Lockridge.
Sie haben verschiedene Perücken, verschiedene Namen. Können Sie mir das vielleicht plausibel machen? Oh, vergeben Sie mir bitte, wenn ich es Ihnen auf diese Art sage. Aber wieso sollte ich Ihnen überhaupt etwas sagen? Nun sehen Sie, Contessa, seit Jahren kommen sehr, sehr viele Leute nach Santa Barbara, um meinen Vater und meine Familie auszunutzen. Und das wäre nicht das erste Mal, bitte verzeihen Sie, dass mein Vater von Schwindlern ausgenommen wird. Als Staatsanwalt gehört es zu meiner Aufgabe, die Leute vor Hochstaplern und Hochstaplerinnen zu schützen. Und Sie denken, ich wäre eine? Ich weiß nicht, wer oder was Sie sind. Deswegen bin ich hier, um Sie so angenehm wie möglich zu befragen. Ja, in der Privatsphäre Ihrer Hotelsuite und nicht in der sachlich frostigen Umgebung eines der üblichen Polizeivernehmungen. Ach, wie rücksichtsvoll von Ihnen, Mason. Darf ich Ihnen versichern, ich bin kein Gauner und ich bin nicht hier, um irgendeinen auszunutzen. Dann entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so unverblümt zur Rede stellte, aber manchmal ist es wohl besser, von Anfang an offen zu sein. Ja, so ist es. Und jetzt, wo Sie mir gesagt haben, was Sie denken, und ich Ihnen versichere, dass Sie nichts zu befürchten brauchen, will ich nun wirklich, dass Sie gehen. Sicher. Es hat mich gefreut, Ihren Geschichten zuzuhören, Contessa. Ob sie nun wahr oder erfunden sind. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Ja. Ja. Er ist hier, Augenblick. Ich glaube, für Sie. Ja, ich gab meinem Büro diese Nummer. Vielen Dank. Hallo? Ja, Cliff? Wann? Geht's ihr gut? Oh, ein Glück. Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich werde sofort ins Büro zurückkommen. Ja, ja, ich glaube schon. Ganz sicher sogar. Danke, Cliff. Sie haben Kelly vor ein paar Minuten gefunden. Sie ist erschöpft, nicht in der besten Verfassung, aber Hauptsache, sie lebt. Oh, ich bin ja so froh, Gott sei Dank. Ja, aber das beweist nur, dass alles, was du sagst, eine Lüge ist. Eden, es geht mir doch nur um meine Familie. Du bist hier wegen deines Liebhabers. Ach, Eden, eines Tages wirst du es verstehen. Wenn ich nur daran denke, tut es mir leid für dich. Ich dachte immer, dass du zu unserer Familie zurückkommen wolltest. Das will ich doch auch. Natürlich wolltest du, wieso nicht, wieso auch nicht? Du hattest alles bei uns. Du hattest Kinder, die dich liebten. Einen reichen Liebhaber und einen noch reicheren Ehemann. Sergeant Miller? Ja, Moment, ich schreibe das auf. Ich hoffe, du weißt, dass dein Geheimnis bei mir nicht sicher ist. Würdest du mich verraten? Ich glaube, es ist besser, wenn du es von mir hörst und nicht von anderen. Ich möchte dich hier nicht sehen und ich will nicht, dass du Lionel besuchst. Eden, bitte beruhige dich. Nein, das tue ich nicht. Weißt du überhaupt, was dieser Mann durchmacht? Mir tut er wirklich leid. Er hat schließlich eine Familie. Und du hast keine Skrupel, ihn zu ruinieren, so wie du uns ruiniert hast. Ach, bitte, wie kannst du das sagen? Ich glaube nicht, dass Lionel dumm ist. Und was immer zwischen euch beiden passiert ist, ist vergessen und vorbei. Und was wollen Sie von mir? Ich bin die Frau des Mannes, den Sie besucht haben. Aber natürlich, Sie müssen Augusta sein. Woher kennen Sie meinen Namen? Oh, Lionel erwähnte ihn beiläufig. Tatsächlich, sie hat er nicht erwähnt. Das verstehe ich vollkommen. Sehen Sie, ich bin aus New York. Ich bin Journalistin und arbeite hier an einer Geschichte. Wenn Sie mich fragen, Sie sollten Ihre Geschichte ernster betreiben. Das werde ich beherzigen. Wollen Sie meine Karte? Woher kennen Sie meinen Mann? Oh, ich kenne Lionel. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Wir gingen auf ein College. Und seit ich hier bin, denke ich jetzt mal an und sagst Hallo. Ich wusste ja nicht, dass er im Gefängnis sitzt. Aber er sagte, er würde bald rauskommen. Wenn Sie Lionel so gut kennen, wie Sie sagen, wissen Sie, dass er kein Mörder ist. Richtig? Ich nehme an, dass Sie oft zusammengearbeitet haben und dass Sie sich praktisch intellektuell respektieren. Ich, nein... Hören Sie, ich bin furchtbar in Eile. Ist es wahr, was Eden Capwell sagte, dass es mit dem Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen zu Ende ist? Eden Capwell? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe Eden nur interviewt. Sie erwähnte da ein Geheimnis zwischen Ihnen und Lionel.
Ich habe wirklich keinerlei Interesse an Ihrem Mann, Mrs. Lockridge. Das will ich auch hoffen. Ich wollte Sie nur gewarnt haben. Fahren Sie vorsichtig.